Mit dabei sind heute Andrea Seemann. Sie kommen aus der Schweiz, sind Autor und haben Philosophie und Geschichte an der Universität Freiburg oder Fribourg studiert. Sie wurden als Schüler so stark mit grünem Alarmismus indoktriniert, dass bei Ihnen jedenfalls das ins genaue Gegenteil umgeschlagen ist. Sie sind jetzt zum Klimawandel Leugner oder geworden, oder was leugnen Sie jetzt? Was ist bei Ihnen passiert als Gegenreaktion auf die grüne Indoktrination in Schweizer Schulen? Die Gegenreaktion, die mir entgegenkam, generierte sich vom Lehrer selbst, der, als ich darauf hinwies, dass sein Alarmismus, die Eisberge werden bald schmelzen, die Gletscher, die Antarktis und dass Polarbären bald aussterben werden, dass ganz viele Kontinente bald sehr viel weniger Land haben werden, weil sie überflutet werden durch das Schmelzen der Eiskappen. Als ich darauf hinwies, dass das alles übertrieben wäre und nicht sagte, der Klimawandel gäbe es nicht, sondern einfach zu sagen, den Klimawandel gibt es, das ist nämlich meine Position, aber er ist nicht so schlimm, wie oft dargestellt, wurde ich fälschlicherweise durch den Lehrer als Klimawandelleugner bezeichnet. Und schon der Ausdruck selbst, Leugner, ist sehr interessant, denn das ist religiös behaftet. Das macht das Thema des Klimawandels eine Frage des Glaubens und nicht der Wissenschaft. Und Sie wurden das vor versammelter Klasse vom Lehrer so geheißen? Ja, natürlich. Das war die Implikation in jeder Miene seines Gesichts und allen seinen Worten, die darauf hinausliefen, dass ich nicht an die Wissenschaft glaube und deswegen nicht glauben könne, dass der Klimawandel geschehe. Und was ich darauf hinweisen möchte, ist, dass die Diskussion in den Klassenräumen nur ein Narrativ zulässt. Und das ist ein Narrativ des Katastrophismus. Und in dieser Debatte im Klassenzimmer werden keine Grautöne zugelassen, es ist schwarz und weiß. Entweder man stimmt mit dem Lehrer überein, dass die Welt bald untergehen wird und einen Hitzetod erleiden wird, oder wenn man sich die Mühe macht, die IPCC-Berichte wirklich genau zu studieren und ihm dem Lehrer darzulegen, dass eigentlich diese Katastrophenszenarien sehr unwahrscheinlich sind, dann wird man mit blankem Unverständnis angeschaut. Und schon da ist es eigentlich eine Verhinderung der Basisfunktion der Schule, die eigentlich darauf hinausläuft, dass man den Schülern Wissen vermittelt und nicht einen religiös konnotierten Dogmatismus, der Wissensfragen zu Fragen des Glaubens macht. Und wir sehen das bei Greta Thunberg vor allem, die in der Schule wahrscheinlich gelernt hat, dass jeder, der nicht mit ihr einverstanden ist, nicht nur Klimaleugner ist, sondern auch die Wissenschaft ablehnt. Und diese Schwarz-Weiß-Haltung, die sie propagiert, wurde ihr direkt in den Schulen, in denen sie aufwuchs und erzogen wurde, beigebracht. Und es verhindert einerseits, dass Greta Thunberg selbst durch diese Indoktrination, die ihr geschehen ist und auch mir geschehen ist, ein differenziertes Bild von den eigentlichen Tatsachen erhält. Und vielleicht können wir darüber später sprechen, aber ich wurde so behandelt. Andrea Seemann in Schweiz, wie sieht es denn da aus? Sind da auch schon Bestrebungen oder Erkenntnisse zu sehen, dass die Kinder ihren Eltern weggenommen werden und in Kindertagesstätten, Kitas gestopft werden sollen? Gibt es sowas schon in großem Ausmaß? Also wir haben Kindertagesstätten und als ich jung war,
musste meine Mutter, die eine Journalistin war und die entgegen dem, was Dr. Frömmig gesagt hat, kein schönes Leben gehabt hat und viel Zeit aufwenden konnte oder wollte, um mich großzuziehen, mich in eine Kindertagesstätte getan hat, weil mein Vater auch Vollzeit arbeitete. Und zu dieser Zeit, als ich jung war, war es sehr schwierig, einen Platz zu ergattern bei einer Kindertagesstätte in Zürich, weil das Angebot sehr klein war. Also nur die Reichen oder diejenigen, die Glück hatten, wie meine Familie, konnten sich das leisten oder ergattern, ihr Kind in die Kindertagesstätte zu schicken, wenn sie das so wollten. Das Problem für die, auch jetzt im Moment, für die ärmere Bevölkerung ist, dass sie es sich nicht leisten können, das zu tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist es sehr gut, wenn der Staat Kindertagesstätten finanziert, damit die Eltern die Wahl haben, ob sie ihr Kind dorthin schicken wollen oder nicht. Das ist eine Frage der individuellen Freiheit. Und ich würde sagen, dass Herr Frömmig das Problem missdiagnostiziert hat. Denn das Problem ist weder die Vaterlosigkeit per se, noch dass Tagesschulen für Kinder, Krippen und so weiter vom Staat finanziert werden und angeboten werden. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, weshalb, wenn Kinder, die vielleicht keinen Vater haben, in eine solche Kinderkrippe kommen oder sogar in andere solche Einrichtungen, dort nicht die Disziplin erfahren, die eigentlich dort gelten sollte. Und das ist ein kulturelles Problem. Man muss sich fragen, weshalb unsere Kultur den Erwachsenen nicht mehr die Autorität zugesteht, generell Kinder zu züchtigen. Und man muss auch sagen, dass Herr Frömmigs Idee, dass Frauen weniger strikt sind, nicht eine universelle Wahrheit ist. Das ist geschichtlich und kulturell bedingt. In der viktorianischen Zeit in England, diese strengen viktorianischen Mütter und Erzieherinnen, Gouvernanten, waren äußerst strikt mit ihren Zöglingen und haben ihnen manchmal auch, excusez-moi français, den Arsch versohlt. Und deswegen würde ich sagen, dass das Problem viel breiter gestreut ist, viel tiefer geht als nur die Absenz des Vaters. Denn was zum Beispiel in meinem Falle geschah, war, dass obwohl meine Mutter und mein Vater absent waren, mich in Kindertagesstätten geschickt haben, mich trotzdem in eine Kultur eingeführt haben, die ihnen, als sie Kinder waren, einkultiert wurde und weitergegeben wurde durch ihre Väter und Mütter. Und dazu braucht es eigentlich nur eine Bereitschaft, dem Kind Werte zu vermitteln, durch die Eltern, Bücher in die Hand zu drücken dem Kind, dass sie lesen können. Und da ist die Präsenz des Vaters oder seine Abwesenheit gar nicht so wichtig. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen hier ein bisschen tiefer analysieren, als nur diese Absenz der Väter, weil das greift zu kurz. Andreas Hermann, gibt es biologische, kulturelle Hintergründe, die ein Familienbild prägen, ob man das jetzt Familie nennt oder nicht, sondern das ist ja ein Schutz. Der Mensch ist ja kein Einzelgänger, kein Einzeltier, wenn man so sagen kann, sondern ein Herdentier und sucht Konstruktionen, bin ich fast versucht zu sagen, in denen er geschützt aufwacht, aufwächst und in denen es auch eine Rollenverteilung gibt über die verschiedenen Aufgaben, die nun mal anfangen. Würden Sie da zustimmen? Ich würde zustimmen, dass der Mensch ein soziales Tier ist und er entfaltet sich nie am sozialsten, als wenn er ein Erwachsener ist. Denn es gibt eine fundamentale Unterscheidung, die jetzt immer mehr verpönt wird. Die Unterscheidung zwischen der Erwachsenenwelt, der erwachsenen Themen und Angelegenheiten und Pflichten und der Kinderwelt, die eine Welt ist, die
voller Vormünder existiert. Nämlich die Erwachsenen sind die Vormünder der Kinder. Und jetzt muss man sagen, dass die Erwachsenenwelt sozial sein sollte. Es sollte einen gewissen kulturellen Konsens existieren in der Erwachsenenwelt, der besagt, dass Erwachsene die Autorität über Kinder in der Hand halten. Und diese Idee ist, wenn wir analysieren, die Entwicklungen, die sich in den Schulen breit gemacht haben, immer weiter verkommen und verdorben worden, heruntergewässert worden. Wir haben jetzt Wissenschaftler der Erziehung, die ernsthaft behaupten, dass Lehrer auch Lerner sind, auch Schüler, und dass sie von den Schülern lernen können und dass die Schüler Wissen besitzen, welches den Lehrern oder dem Wissen der Lehrer in den Schulen überlegen ist. Und was das eigentlich ausrichtet, ist, dass die traditionelle Rolle des Lehrers als Autorität im Klassenzimmer, als Wissensweitergeber, als Wissensenthälter, als Experte in ihrem oder seinem Fachgebiet nicht mehr Geltung besitzt. Und was für Auswirkungen das hat, kann man fast nicht unterschätzen. Denn was passiert, wenn man so denkt, ist, dass die traditionelle Rolle der Schule, nämlich als, wie Matthew Arnold gesagt hat, den Kindern beibringen sollte, das Beste, was jemals gedacht und geschrieben wurde, nicht mehr funktioniert. Man fängt an, Werte zu inkulkieren, zu überbringen, statt Wissen. Denn wenn es um Wissen geht, wissen sogar diese Wissenschaftler der Erziehung, dass der Lehrer überlegen ist. Und um diese ideologische Position aufrechtzuerhalten, dass Lehrer und Kind gleichgestellt sind und nicht in einem hierarchischen Verhältnis stehen, muss man nicht mehr das Wissen priorisieren in der Schule, sondern andere Dinge, zum Beispiel eben die Werte oder die moralischen Tugenden, die man Kindern von Kindern lernen kann, was wir auch jetzt sehen. Der Soziologe Frank Furedi nennt das Reverse Socialization, also die umgekehrte Sozialisation, wo zum Beispiel, habe ich es auch erlebt in meinem Klassenzimmer, Lehrer den Schülern aufgeben, ihre Eltern umzuerziehen, weil das dreht sich dann sozusagen um. Man benutzt diese angebliche Weisheit der Schüler, zum Beispiel, dass sie einen helleren Einblick in moralische Verhältnisse haben, zum Beispiel Greta Thunberg, eine so richtig denkende, gutmenschliche kleines Mädchen, welches zum Beispiel ihre Eltern dazu gebracht hat, nachhaltig zu leben. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir fast wortwörtlich eine 180-Grad-Drehung erleben, wo nicht mehr die Erwachsenenwelt die Kinder erziehen, sondern umgekehrt. Und ich würde sagen, das ist die Millionen-Dollar-Frage, warum das geschieht. Und ich würde auch sagen, dass ich keine Antwort darauf habe, keine definitive. Aber das schon mal festzustellen, finde ich einen wichtigen Punkt. In der Schweiz ist es ja etwas unvorstellbar, dass bisher Behörden in die Familien eindringen und Kinder wegnehmen, wenn die irgendwelchen Normen nicht genügen. Oder gibt es das schon in der Schweiz? Das gibt es durchaus. Ich kenne sogar jemanden, dem dies anheimgefallen ist und einen riesigen Streit mit den Behörden hatte, weil der Sohn dieser Frau, sagen wir, hyperaktiv ist nicht das richtige Wort, denn ich glaube, diese ADHS, all diese Alphabetensuppen der Diagnosen Humbug sind.
und auch ein Teil der, des Dranges sind, um normale menschliche Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu pathologisieren. Auf alle Fälle, ja, wenn ein Kind zum Beispiel zu fest mit Schwertern herumspielt oder mit Pfeilen und Bogen schießt und anfängt da die eigenen Pfeile wirklich zu schleifen und tödlich zu machen, dann egal, ob das gefährlich ist oder nicht, ob das Kind das auf Bäume schießt oder auf Menschen, was ein erheblicher Unterschied ist, wird das Kind durch die Behörden entzogen und die Bedrohung ist real. Wie nochmal zum Verständnis, das fällt mir etwas schwer, das richtig zu glauben. Also wenn ein Kind, was früher, Herr Dr. Frömmings erinnert sich bestimmt auch noch daran, wenn wir Indianer und Räuber-Gendarm gespielt haben und mit Pfeil und Bogen geschossen haben, dann würde das heute dazu ausreichen, dass das Kind der Familie entnommen wird. Ja, es kann solche Fälle geben. Sie sind marginal und sie treten nicht sehr oft auf. Dass ich einen kenne, ist ein rares Phänomen. Aber fast ein wichtigeres ist, wie Kinder eben mit diesen Symptomen behaftet werden, die dann darauf hinauslaufen, dass die Lehrer sagen, zum Beispiel, ihr Kind im Kindergarten oder in der Primarschule, ihr Kind, liebe Eltern, kam zu mir als Lehrer und ich konnte es nicht in Schach halten. Und deswegen sind die Eltern schuld. Und wie man das behebt, diese Hyperaktivität, ist durch Drogen, wie auch immer die heißen, Amphetamin, nein, wie heißen die, ich weiß auch nicht. Die wollte man mir verabreichen auf alle Fälle und auch Leuten, die ich kenne, weil ich war auch ein bisschen hyperaktiv. Auf jeden Fall bezeichnet das wieder die Idee, es weist auf das Problem hin, dass die Lehrer ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Denn es ist doch der Beruf der Lehrer, den Schüler in Schach zu halten. Und was der Lehrer eigentlich sagt, wenn er sagt, ich konnte ihr Kind nicht kontrollieren, ist, ich kann meinen Job nicht richtig ausführen. Ich bin inkompetent. Und dass wir schon das akzeptieren, entleert eigentlich die traditionelle Rolle des Lehrers wiederum. Und ich würde sagen, zum Punkt der Kinderrechte, dass Kinder keine Rechte haben, das ist völliger Unsinn, noch sollten sie Rechte haben, denn sie können die Verantwortungen, die Verpflichtungen, die Pflichten nicht ausüben, nicht wahrnehmen, die einhergehen mit dem Besitz von Rechten. Und es ist sehr einfach. Die einzige Verpflichtung, die mit einem Recht kommt, ist nicht das Recht, zum Beispiel der Redefreiheit so oder so auszuüben, nett zu reden. Man ist nicht verpflichtet, nett und schön zu reden mit der Redefreiheit, statt bösartig und hasserfüllt Reden zu schwingen. Also wenn jemand Hasspredigen predigt, ist das keine mangelnde Wahrnehmung des Rechts der Redefreiheit. Das einzige Recht, die einzige Verpflichtung, die mit einem Recht kommt, ist dieses Recht, anderen zu garantieren, anderen Bürgern. Und dazu muss man wählen können. Man muss Politiker wählen können, man muss mündig sein, man muss sich selbst als Politiker durch das passive Wahlrecht erwählen lassen können durch die eigenen Mitbürger. Und Kinder sind da auf einer qualitativ komplett anderen Stufe. Sie können nicht wählen, Gott sei Dank, wir hören ihnen nicht zu, aber jetzt eben mit dem Vertausch der Rollen, wo wir plötzlich sagen, oh Kinder, ja wisst ihr, die sind so wie Erwachsene, die haben auch Weisheit und Autonomie und so weiter. Jetzt können wir Greta zuhören und dem Klimastreik, der Klimastreikbewegung von diesen Kindern, da sie angeblich eine gewisse Autorität haben, der sich die Politik beugen müsste. Und ich möchte hier einen wichtigen Punkt einführen, nämlich auf die Beantwortung der Frage, warum plötzlich in Schulen Politik getrieben wird. Wenn die Erwachsenenwelt oder gewisse Erwachsene sehen, dass sie mit ihren Miterwachsenen, Mitbürgern nicht mehr argumentieren können, dass zum Beispiel die Grünen merken, dass die Mehrheit der Bevölkerung, der Bürger, nicht auf der Seite der grünen Agenda stehen, dann machen die Grünen etwas, was sehr totalitär ist. Sie umgehen ihre Mitbürger und fangen an, das Argument Kindern aufzuzwingen.
verlieren das Argument in der erwachsenen Bürgerwelt, verlegen sie es auf die Kinderwelt und erhoffen so, einen gesellschaftlichen Wandel zu erzwingen, den sie demokratisch durch Mehrheitsentscheidungen, die sie mitgestalten können, nicht vollbringen können. Und das ist sehr gefährlich, denn es geht gegen die Aufklärung, gegen die Demokratie und gegen die Idee des rationalen Bürgers und infantilisiert alle Bürger, die damit entmündigt werden. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Gibt es da auch schon solche Bestrebungen? Es gibt solche Bestrebungen. Wir hatten einen ähnlichen Tag, wie Sie beschrieben haben, im Gymnasium, aber auch in Primarschulen, wo man versucht, den Schülern beizubringen, zum Beispiel den männlichen, wie man, ich weiß nicht, wie ich das Deutsch sage, masturbieren sollte. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen unhöflich bin hier. Aber auf jeden Fall solche Dinge geschehen. Ich habe mich immer da rausgehalten. Es kommen dann solche Staatsbeauftragten, wie Sie sagen, oder Leute von NGOs, denen einen ganzen Tag oder vielleicht eine Woche gegeben wird. Vor der Schulklasse? Ja, vor der Schulklasse, ja. Wir haben grüne Wochen und wir haben solche Tage, die außerschulische Aktivitäten den Schülern anbieten. Und formell gesehen ist das obligatorisch, aber ich habe mich immer daraus gehalten. Im Gymnasium habe ich mich rechtfertigen müssen, warum ich mich weigerte, dort hinzugehen. Und ich habe dann einen Brief geschrieben, der eigentlich an diese NGO-Leute weitergegeben hätte werden müssen, aber mein Lehrer hat dann entschieden, dass der Brief so vituperativ und giftig war, dass er ihn besser in die Schublade stecken würde. Auf alle Fälle, es gibt Leute, die sich wehren, ich war nicht der Einzige. Und die bleiben dann weg oder machen sehr viel Spaß während diesen Tagen. Und ich würde einfach sagen, vielleicht ist es nicht so sehr der Staat, der das versucht. Der Staat macht mit, aber die Hauptursache ist nicht ein Willen des Staates, das aufzuzwingen. Ich finde die Vergleiche mit der DDR ein bisschen mühsam, weil dort haben wir wirklich einen Staat, der einen Plan hat und das umsetzt. Aber hier haben wir ein komplett anderes Phänomen. Wir haben, ich würde es als Kollapsphänomen bezeichnen, eine Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft, über welche Werte gut und welche schlecht sind, welche Differenzen, Unterschiede und Grenzen zwischen, sagen wir, Kindern und Erwachsenen, Frauen und Männern, politischen Meinungen und wissenschaftlichen Befunden existiert und dass diese Orientierungslosigkeit zur Vermischung von diesen zwei führt. Und zu einer Deplatzierung von einer Gesellschaft, die nicht damit umgehen kann, in das Klassenzimmer. Und es ist auf dem Gender-Punkt schon sehr schwierig zu sagen, weil wir sind in einem gewissen Sinne Gefangene unserer Sprache. Wir sagen, ich bin bi, ich bin homosexuell, ich bin heterosexuell. Aber eigentlich sind das Aktivitäten und keine Daseinszustände, keine essentiellen Merkmale. Ich meine, Gore Vidal hat das sehr gut gesagt, der berühmte Schriftsteller aus Amerika. Ob man homosexuell ist oder heterosexuell, ist das Gleiche, ob man braune oder blaue Augen hat. Das definiert den Menschen nicht. Wenn man homosexuelle Taten ausführt, tut man das. Und wenn man das nicht tut, dann tut man es einfach nicht, aber das definiert den Menschen nicht. Und im Moment, da wir so orientierungslos sind, versuchen wir eine gewisse Identität zu fixieren und zu finden, vielleicht auch aufzustülpen, die uns Halt gibt. Aber im Gender-Zeugs werden wir keine Antwort auf unsere Fragen finden.